So, jetzt wollte gerne noch was sagen. Jetzt. Einen schönen lieben guten Abend, meine Damen und Herren. Ich wollte noch was über diesen Chip erzählen. Diese ganzen Probleme, die ganzen Themen, die hier einzeln vorgetragen werden, wozu dient das alles? Wozu dient dieser ganze Wirrwarr hier auf dieser Erde? Wozu? Überlegt mal. Was haben diese Typen da oben vor? Was haben sie vor? Was wollen sie mit uns tun? Sie wollen uns chippen. Das Bargeld werden sie uns entziehen. Der Chip soll dann alles ersetzen. Der Chip in der Bankkarte, der Chip im Personalausweis, der kommt in den Körper rein. So, nun habe ich gehört, einige Leute sagen, nein, mit mir schon gar nicht. Das lasse ich mit mir nicht machen. Irgendwann werdet ihr aber keine Wahl haben. Entweder essen oder sterben. Wie schaffen sie das? Ganz einfach, sie haben schon angefangen. Sie machen Werbung. Auf Knopfdruck Verhütung durch den Chip. Krankheiten, ihr werdet geimpft. Da ist dieser Chip drin. Ich bitte euch. Nehmt diesen Chip nicht an. Schaut nach Alternativen, wie man ohne Geld, ohne diesen Chip leben kann. Ich weiß eins, wer in der Stadt bleibt, der wird keine Wahl haben. Der wird sich einfach chippen lassen, weil er nicht verhungern will. Bitte, 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 lasst euch das gut durch den Kopf gehen. Warum tun Sie das? Warum wollen Sie uns chippen? Warum vergiften Sie uns? Warum entziehen Sie uns die wichtigsten Spurenelemente in der Nahrung? Warum? Was haben Sie vor mit uns, mit euch? Überlegt mal, macht euch mal einen Kopf, recherchiert und dann schauen wir mal weiter. Dankeschön. Danke, Jens. So, Prost, Zähne. Achso, nicht, dass ihr euch wundert, hier vorne steht so ein kleines Glas, denn leider, oder zum Glück haben wir auch keinen Chip, aber leider müssen wir auch hier für die Mahnwache immer einige Sachen anschaffen. Wir haben gerade hier das Pavillon mal verstärken lassen, weil es im Original einfach zu windempfindlich war und die Vierkantträger da einknickten. Das hat alles ein bisschen Geld gekostet und neue Flyer müssen wir demnächst wieder drucken, damit wir einfach Menschen erreichen können. Und deswegen haben wir hier vorne das Glas stehen, wer möchte und sagt einfach, okay, ich leiste einen kleinen Beitrag, ist natürlich herzlich zu willkommen, dass wir hier für die Mahnwache noch Sachen organisieren und einkaufen können beispielsweise.